Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder Dr. Kleb und ich da. Schön, dass du da bist, Mike. Hallo Philipp. Und zwar, ich habe mir eine ganz wilde Sache überlegt. Wild nicht, aber eigentlich genau das, was ich machen wollte, als ich mit YouTube angefangen habe. Ich wollte euch das Schrauben zeigen, ich wollte euch das Reparieren zeigen, das Tunen zeigen, das Basteln zeigen. Wir basteln heute und zwar, ich hätte es nicht gedacht, in dem Lexus-Video habe ich noch gesagt, wir brauchen eine Stoßstange vorne, weil diese hier kaputt ist. Das heißt, es geht heute hier rum. Und wir haben tatsächlich keine bekommen. Es ist so auch noch nie vorgekommen, dass wirklich keiner irgendwelche Teile hat. Das heißt, hier eine Stoßstange für zu bekommen, ist wirklich teuer. Also ich denke mal, so 300, 400, 500 Euro wird man für so eine Stoßstange am Ende zahlen müssen. Oder mehr. Die ist genauso 20 Jahre alt. Das heißt, wer weiß, wie gut oder schlecht die ist. Und dann meinte Mike, ey, bist du bescheuert? Das kann man doch ganz einfach reparieren. Kunststoff ist jetzt nicht ganz so meins. Ich würde auch immer lieber in Metall machen. Aber daher kommt der Name Kleb und Dicht. Dicht müssen wir nicht ganz so viel heute. Wir kleben. Genau. Ja, du hast heute ganz viel das Problem mit Lieferketten. Mhm. Weil du kriegst teilweise Teile nicht. Das hast du im Busbereich, im LKW-Bereich, wo Teile richtig viel Geld kosten. Außer Frontstoßstangen zum Beispiel, nicht lieferfähig. Und dann repariert man halt oft mal so Stoßstangen mit einem Klebstoff quasi, weil es schneller geht. Das heißt, du sagst, wir können dieses Teil ohne Probleme mit gutem Gewissen reparieren. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass ich danach denke, ich fahre jetzt hier Fusch durch die Gegend. Nein. Sondern, ich meine, wenn man sich hier, René, komm mal rum, guck mal einmal hier von unten. Die Stoßstange hat halt auch schon ein bisschen was mitgemacht über die Jahre. Ne? Klar, so kleinere, aber das ist ja schon richtig, richtig weggeschrabbelt hier alles. Auch so. Also, ja, da wird der Lacker sich danach am Ende auch noch freuen. Aber wichtig ist ja erstmal im Sichtbereich, der Riss muss raus. Na, wie gehen wir vor, kann ich ja kurz sagen. Wir werden von hinten die Seite anschleifen, werden hier ein Loch bohren am Rissende, das sich weiterreißt. Dann werden wir die Vorderseite den Lack wegschleifen, also auf Kunststoff kleben. Dann machen wir da vorne eine Phase rein, um die Klebefläche zu vergrößern. Oh, die Phase ist ja schon... die Phase muss noch ein bisschen schräger werden hier. Damit gereinigt, Haftvermittel aufgetragen und ablüften lassen. Dann können wir den Klebstoff verarbeiten. Das heißt, hinten kommt eine Glasfasermatte hinter, die wir einkleben. Mhm. Die ist eigentlich eine Stützfunktion nur. Mhm. Und von vorne wird es dann richtig schön verklebt, dass man schön schleifen kann später, dass du auch diesen Übergang keine Ablösung hast. Ja, das haben... Manche haben dieses Problem leider, wo die Lackierer sagen, oh, Kunststoffreparatur möchte ich gerne nicht. Aber mit diesem Klebstoff hast du halt im Übergang, im Randbereich keine Ablösung. Das heißt, das ist eine Dauerlösung da? Ja, ja klar. Also ist jetzt nicht so ein Jahr und dann reißt es wieder? Nein, nein, nein. Ja, da kannst du gegenfahren, wahrscheinlich wird es daneben reißen. Ja, wir haben das jedes Mal, wenn wir was kleben, es ist halt tatsächlich die Vorarbeit und der eigentliche Klebevorgang, was halt am Ende das gut macht, oder? Die Vorarbeit, das ist der größte Aufwand gerade. Wie oft habe ich was geklebt, was danach halt leider nicht geklebt hat. Und den Kleber kann man dann auch wieder überlackieren? Ja, ja. Den Klebstoff. Ja, ja, den Klebstoff, genau. Den Klebstoff kannst du überlackieren, klar. Das heißt, was brauchen wir hier alles? Also es gibt ja verschiedene Klebstoffe. Ne? Von der Grundsache sind sie alles PUs. Bloß die Verarbeitungszeit ist hier ein bisschen anders. Ah, okay. Hier habe ich einen langsamen Klebstoff. Der hat eine 10 Minuten Topfzeit. Hier hast du 3 Minuten Topfzeit. Und hier 60 Sekunden. Wenn du mal so einen Halter kleben möchtest, irgendwo, wo dann abgebrochen ist hier oder am Scheinwerfer unten. Okay, aber alles ganz normal auf zwei Komponentenbasis. Alles zwei Komponentenbasis, genau. Das heißt, es gibt jetzt aber nicht so ein komplettes Reparaturset von Henkel, was wir einfach draufklatschen und fertig, wo alles mit drin ist, mit Matte und so weiter, sondern wir nehmen schon einzelne Sachen. Nein, es gibt auch einen Koffer, wo alles drin ist, also ein Starterpaket quasi. Da ist der Reiniger drin, da ist der Primer drin, die Pistole drin. Also alles, was du dafür brauchst für die Reparatur, gibt es als Set, als im Karton, cool. Wo alles dabei ist. Ja, also heute reparieren wir die Stoßstange, damit sie dann nämlich zum Lackierer kann. Vielen, vielen Dank im Voraus schon mal, dass wir diese Stoßstange wieder retten. Ich würde sagen, let's go. Wichtig nur für den Lackierer kurz, wenn das jetzt verklebt ist und es geschliffen, dann kommt hier kein normaler Spachtel drauf, sondern ein Kunststoffspachtel. Mhm. Weil der Kunststoffspachtel ist flexibler von seinen Eigenschaften her gegenüber dem normalen Spachtel. Okay. Weil wenn ich sonst knicken würde, würde der normale Spachtel reißen und der Kunststoffspachtel würde halt nachgeben. Ja, wir gucken mal, wie gut das am Ende wird im Zweifelsfall. Du machst das ja immer so gut, da brauchen wir fast gar keinen Spachtel. Ich versuche es. den Nebelschneider, den nehmen wir auch erstmal mal raus, weil der muss ja spätestens zum Lackieren weg sein. Ich hätte echt gedacht, Kleinanzeigen auf, Stoßstange lackieren lassen, fertig, aber kein Punkt. Bei so einem seltenen Auto? Selten. In Deutschland, in Europa wahrscheinlich selten, ne? Aber nee. Ich habe ja viel im Tuning-Bereich auch mit der Kunststoffreparatur zu tun. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal kleben, du kannst es auch schweißen. Du bist beim Schweißen, du bringst Wärme ein
und dann verzieht dir quasi der Kunststoff. Mhm. Ich hatte schon gehabt, da haben hier Leute wegen kurzen Kennzeichen die Aussparung hinten kleiner gemacht. Kann ich gar nicht verstehen mit kurzen Kennzeichen. Und ich bin ja auch so verrückt. Und haben es dann halt eingeschweißt und dann war die ganze Stoßstange halt verformt. Genau, was im Leben nicht passiert. Genau aus dem Grund habe ich meine Mulden nie klein gemacht. So, ja. Deswegen ist beim Limo auch die Carbonmulde und so weiter groß, weil ich finde es noch geiler, eine große Mulde und das kleine Schild drin zu haben. Ich weiß, einige finden es scheiße, aber für mich ist so, Mulde zumachen, macht das ganze Auto irgendwie anders. Ich finde, das Auto sieht in dem Moment anders aus. Ja. Das heißt, wenn das jetzt eine GFK-Stoßstange wäre, könnten wir das dann genauso machen? Ist genau das gleiche. Lässt sich auch kleben. Ist genau das gleiche. Okay. Na, auch wenn du so eine andere Stoßstange hast, sag mal, der Mercedes hat meist so einen weißen Kunststoff, den kannst du natürlich nicht schweißen. Den kannst du halt nur kleben. Mhm, okay. Und hier hast du halt deinen Klebstoff, deine Primerflasche als Haftvermittler und du musst keinen großen Kopf machen. Ja. Man sieht auch, dass da definitiv einer mit einem Dremel da war schon, was. Schon mal rumgedremelt hat. Hier ist ja auch irgendwas drauf schon, ne? Also die war definitiv schon mal schlecht repariert. Da war ein Klebstoffplocken hinten dran hier. Ja, ja, deswegen, wir zeigen euch heute, wie man das hier in professionell macht. Guck mal, das würde zum Beispiel auch funktionieren. Mhm. Ich habe einen Riss, das Ende anbohren, was dein Fall zum Beispiel wäre. Oder ich habe einen größeren Riss mit einer größeren Beschädigung und fahre sie auch quasi das Loch einmal an, damit du halt eine größere Klebefläche hast. Mhm. Oder hast hier deine, deswegen kurzes Kennzeichen, hast es ja immer, wenn die Kennzeichenunterlagen ganz außen angeschraubt sind Löcher. Und ich habe ein kurzes Kennzeichen, habe dann meine Löcher. Ja. Dann mache ich es genauso, ein bisschen größer. Anphasen und verklebt das quasi. Das heißt, die Phase ist einfach nur dafür da, dass so die Fläche größer ist, als wenn das jetzt der Riss wäre und man halt nur die Fläche. Sonst hätte ich nur die Klebefläche, wie liegt mein Material her. Erster Schritt, Rissende anbohren. Junge, was ist das für ein Hightech-Bohrer? Ja, damit kannst du auch fräsen, da könnte man durchfräsen, das ist ja um den Spalt größer zu machen. Zum Beispiel. Das ist so typisch für denjenigen, der sich einen Halter baut, dreimal anzeichnet, wo das Loch sein muss, bohrt, passt trotzdem nicht und dann fängt man also an mit dem Bohrer immer so ein bisschen. Ja, so hin und her, das wäre der richtige Bohrer. Das geht damit natürlich auf jeden Fall besser. Eine Rissende anbohren. Zack. So, machen wir ganz krasse Sachen. Ziehen wir hier mal durch. Tut weh, oder? Hat doch wer eine Stoßstange für mich? Nee, das Gute ist, mittlerweile haben wir so viel zusammen gemacht, dass ich da blindes Vertrauen habe, wenn du das sagst. Alleine, was wir so an Limo und Arbeit schon alles so geklebt und gemacht haben, oder das funktioniert alles immer. Deswegen, wenn du sagst, da muss jetzt so ein Spalt durch, dann... Wir machen es eigentlich mehr kaputt, dass ich besser reparieren kann am Ende. Mhm. Der nächste Schritt, wir nehmen jetzt den Schleifer, schleifen kurz den Lack hier ringsrum weg. Mhm. Die Körner sind 120er Papier, mhm. Nicht tiefer gehen, je tiefer ich gehe, also auf 60er, sage ich mal, dann habe ich die ganzen Fasern von dem Kunststoff, die hochstehen und dann hängt ein Klebstoff nur an den Spitzen von diesen Fasern. Mhm. Deswegen 120er oder feiner, aber nicht weiter runter gehen. Okay. So, Schritt Nummer 3, Stoßstange umdrehen und einmal alles, was da so an Härchen hängt. Mal kurz weg. Kommt da eigentlich Erinnerungen hoch, René? Ja. Hätten wir eigentlich mal vorher nachabbiegen müssen, wie viel Kleber auf dem Golf drauf ist. Mhm. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gewogen im jetzigen Zustand. Ja, da wird mittlerweile halt zu viel dran umgebaut, dass man da irgendwie was sagen könnte, ne? Aber es waren auf jeden Fall ein paar Kartuschen. So, jetzt einfach nur anschleifen, damit die Matte hält. Jetzt einfach die Rückseite anschleifen, damit die Matte hält. Was ist das für ein Schleif? Das sieht aus wie irgendwie... Das ist vom Hersteller. Das ist so ein Gewebeflies hier. Also Flies gibt es 1, 2, 3. Sieht ein bisschen aus wie diese Gitter zum Trockenbau, zum Spachtelschleifen. Das Schöne ist, der saugt auf die ganze Fläche ab dann, ne? Mhm. Man bietet es eigentlich endlich mal so Lehrgänge an. Ich versuche ihn schon mal zu überzeugen, weil er es einfach mit so viel Leidenschaft macht. Dass dieses, weißt du, dieses Wissen und dieses Know-how darf ja auch nicht verloren gehen in so ein paar Jahren, weißt du? Ich meine, die Länge mache ich ja beim Handel. Genau. Ja, aber für den Handel gibt es für alles Lehrgänge, aber das ist ja so eine typische Arbeit, wo man nicht viel Werkzeug für braucht. Weißt du, das ist jetzt ja nicht irgendwie, dass man hier für eine Top-Werkstatt braucht, mit Top-Geräten und so weiter, ne? Das ist ja wirklich noch überschaubar. Das ist einfach, so. Die Reparatur so zu machen. Und von der Zeit her, ich meine, wir quatschen jetzt so viel,
Wenn du dabei bin, dann ist recht schnell. Ja, ja, irgendwann demnächst ist ja mal. Einmal kurz die Grundreinigung hier. Ist meine neue Halle fertig, dann können wir ja vielleicht mal so einen Samstag mit Mike machen oder so. Sehr gerne. Ja, habe ich auch mal angesehen. Man reinigt so nicht. Genau, habe ich daran gesehen, dass du die ganze Zeit hin und her bist und nicht nur in eine Richtung. Ne? Die Leute, die mich kennen, wissen warum. Mike reinigt auch nur mit genau den Tüchern. Die sind sehr gut. Ich habe sie noch nicht vermisst. Hinten ist schon mal Grund gereinigt. Jetzt können wir vorne den Keil reinschleifen. Na, mit dem Schleifer, mit dem Bandschleifer mache ich jetzt die Faser rein. Es würde auch gehen, zur Not, ich mache mal andersrum, indem man das hier so ein bisschen do-it-yourself mit dem Messer schräg schneidet und später anschleift. Das heißt, derjenige, der selbst so einen Fingerbandschleifer, so heißt der, glaube ich, korrekt? Ja, ne? So ein Bandschleifer. Fingerschleifer. Ja. Nicht hat, geht es auch mit dem Cuttermesser. Oder? Ich habe die selber jetzt hier. Man sieht das, wenn es warm wird, dass es halt schmiert. Ja. Deswegen wird jetzt nochmal Schleife später. Aber die Pralle angeschliffen ist. Wenn du das gesagt hättest, hätte ich noch eine Carbonmatte mit durch. Ja. Das wäre doch so. Das wäre der Titel gewesen. Sollte so ein Zentimeter über die Kante überstehen. Warte, ich muss kurz den Titel. Lexus bekommt erste Carbonteil. So, ist okay. Ne, wenn das so ein Zentimeter übersteht, rechts und links, reicht das vollkommen aus. Mhm. Das können wir dann einlaminieren von hinten. Mhm. Zack, zack. Und das Gewebe ist wirklich das, was die Stabilität am Ende bringt? Ja. Aber wir machen das Gewebe logischerweise nur von einer Seite. Von hinten. Mhm. Von vorne füllen wir nur auf mit Klebstoff. Okay. Weil, wenn wir es von vorne auch noch drauf packen würden, wäre es logischerweise auch zu hoch. Das heißt, du hättest dann immer so einen Buckel da. Ja, später mit Schleifen, hast die Fasern wieder, die stören dich dann. Und aber jetzt als Beispiel zusätzlich nochmal links wieder einen Streifen von nein. Unten rein? Auch nicht. Nein. Wirklich nur eins? Nur ein. Okay. Wäre auch eine geile Arbeit, fällt mir dabei ein. PS Days, Juli, Hannover. Unsere große Messe findet dieses Jahr tatsächlich nach aktuellem Stand statt. Weil ganz viele auch immer fragen, findet die Stadt oder nicht. 8. bis 10.7. Ja, eigentlich auch was Cooles, was du bei uns mal so auf dem Stand irgendwie machen könntest, vorführen könntest. Also ich bin wirklich jedes Mal wieder, man steht daneben, guckt sich das so an, bumm, schon schon alle. Ja, und gerade die tiefer gelegten Fahrzeuge, die ecken eh mal irgendwo an am Bordstein. Ja, der war richtig tief, also der war richtig, so, er hat förmlich auf den Boden geschliffen. Das gereinigt, es lüftet recht schnell ab, wie man sieht. Mhm. Dann machen wir jetzt den Kunststoff-Haffenmittel drauf. Mhm. Weil ich ja nicht weiß, da weiß ich, was das ist. Aber wenn ich nicht weiß, was habe ich für einen Kunststoff, macht der die Haftung mit dem Klebstoff später. Mhm. Na klar steht das drin in der Stoßstange, hier in dem Bereich, was für ein Kunststoff das ist. Und ganz wichtig, den ein paar Minuten ablüften lassen. Den springen wir dünn auf, ablüften lassen. Und dann können wir unseren Klebstoff, also die Matte hinten einkleben. Okay, da werden wir gleich erst zu kommen. Das heißt, diese Matte nicht herkömmlich mit Harz, sondern wir kleben die richtig drauf, die Matte. Ich würde von hinten gleich dann Klebstoff auftragen, die Matte eindrücken, dass der Klebstoff durchs Gewebe kommt. Mhm. Und dann eine Schicht noch oben drüber, dass sie benetzt ist, mhm. dass sie keine Feuchtigkeit zieht. Das würde im Winter Wasser drin mhm. sein, frieren und damit aufbrechen. Also einmal hinten nur benetzen mit Klebstoff, ganz dünn, das reicht. Und dann fülle ich von vorne auf quasi okay. mit dem Klebstoff den Spalt. So, einmal dünn, so. Andere Seite nochmal. Ja, drehen wir um. Und auch hier zum einfach Resistieren. Hochheben. Wenn ich schon sonst nichts mache, kann ich wenigstens halten. So. Das reicht schon oder war das jetzt erstmal nur eine erste Schicht? Das reicht. Krass. Das reicht. Okay. Na, was macht dieser Primer? Der Primer macht quasi, wenn du ein Auto polierst, möchtest du gerne, dass ein Wassertropfen eine Kugel bildet. Mhm. Was für den Klebstoff halt blöd wäre, weil keine Verbindung angeht mhm. der Oberfläche. Mhm. Und du machst halt mit dem Primer so, dass der Klebstoff flach aufliegt, mhm. dass nicht abgestoßen wird vom Untergrund. Und das macht dieser Primer. Wie würde dieser Primer, können wir den hier mal einfach mal spaßeshalber drauf sprühen? Auf den Lack? Mich würde es einfach nur mal interessieren, wie der aussieht. Oder ist transparent. Oder ist für einen Lackierer jetzt dann Baustelle am Ende? Nein, die einen? Kennen das, Lackierer kennen das. Man macht zwar nicht auf den Lack, die Lackierer, wenn die eine rohe Stoßstange haben mit reinem Kunststoff, dann nehmen die auch einen Kunststoff-Haftvermittler, damit die Grundierung hält auf dem reinen Kunststoff. Also die kennen das schon. Da würdest du es nicht machen, dann würdest du mal mit einem Luftschlauch hergehen und dann fliegt die ganze Lack einfach mal runter. Dann weißt du, was gefehlt hat. Dabei fällt mir jetzt gerade auf, das war tatsächlich mal eine Chromleiste hier, ne? Das war mal eine Chromleiste. Wenn ich das richtig sehe, war das hier mal eine Chromleiste, ne? Diese ganzen Produkte gibt es aber schon jetzt, ich sag mal, irgendwo Amazon im normalen Handel zu kaufen. Du kriegst einen Teil der Handel. Kriegt man auch. Okay. Also es ist nicht so, dass das alles nur Profi-Zubehör ist, was man so normal nicht zu kaufen kriegt. Also Teil der Handel hat das jeder da.
Du hast auch mal in der Packung eine Anleitung drin. Da wo alles beschrieben ist nochmal, verschiedene Sprachen. Und für Männer gemacht, weil Männer lesen nicht. Ne? Und dann hast du halt das in Bilderform nochmal aufgeführt. Mhm. Ah, krass. Weil das liest, kann, Männer lesen ja nicht. Sag mal, was haben sie denn da für eine Stoßstange genommen? Witzig wäre jetzt, wenn das so eine Lexus GS300 Stoßstange ist. Ich bin gespannt, ob einer von euch erkennt. Also einer von euch wird es auf jeden Fall erkennen. Ich würde jetzt gerade irgendwie sagen, das ist eine Mazda-Stoßstange oder so irgendwie. Ne, wir haben jetzt, haben es gereinigt, haben es geprimert. Mhm. Sind jetzt in diesem Schritt angekommen. Okay. Wie ich sehe, guckst du auch nur Bilder an, die ist gar nicht. Ja, ja, ja. Männer. Sympathisch auf jeden Fall, dass er dann beim letzten Bild, das ist doch ein Zeichen, das ist eine A4, B5 Heckstoßstange. In Rot. Da geht es eigentlich nur um... Es muss ein Zeichen sein. Struktur nach Henkel. Henkel eine A4 Stoßstange im letzten Bild abbildet. Damit alles funktioniert, richtig? Du hast ja deine Kartuschen, die ist abgefüllt. Ja. Du machst hier vorne den Verschluss ab. Dann ist sie offen, dann siehst du die beiden Kammern, da wo es rauskommt. Dann nimmst du die Pistole, Mischverhältnis 1:1, packst sie hier rein. Das ist der wichtige Teil. Und dann gehst du her, man sieht das hier ganz gut. Es kam zuerst das Schwarze und dann irgendwann das Gelbe. Das ist der Härter. So, und wenn du jetzt einfach anfängst, machst das Mischrohr gleich hier drauf und fängst an, du weißt ja nicht, wann vorne 100% ankommen. Ja. Na, deswegen geht man her, man presst es einmal an, alles was 2K ist, dann das Mischrohr drauf, dann nochmal das Mischrohr ein Stück verwerfen und dann kann ich da anfangen zu arbeiten. Ich hätte es jetzt tatsächlich zwar auch das erste Stück verworfen, aber schon aus dem Mischrohr. Aber kann natürlich wie sein, viel dass, denn? Ja, kann natürlich sein, dass die Mischung da drin dann die ganze Zeit. Dann weißt du ja gar nicht, wann das Mischverhältnis passt. Ja. Und so weißt du jetzt, das 100% hier vorn und dann das Mischrohr noch verwerfen, dass es auch durchmischt ist und dann kannst du loslegen. Mhm. Weil es geht nichts Schlimmeres, eine Reparatur zweimal zu machen. Ja. Dann hast du es verdient. Dann machen wir hier die Folie drauf und die Klemmzange machen hier drauf, dass wir das fixieren. Dann sauen wir die Klemmzange an. So, wir machen das. Ich sage, sie hätte es überlebt. Der Dinosaurier. Ja. Welcher Kleber ist das jetzt? Wie lange braucht der? Das ist der langsame, mit 10 Minuten Zeit, da haben wir keinen Stress zum Verkleben. Okay. Kann ganz entspannt machen. Stück verwerfen, jetzt das Mischverhältnis passt. Dann gehe ich hierher, trage hier meinen Klebstoff auf. Ist nur, dass das Vlies benetzt wird. Zu dem Auftragen zählt gleich noch was. So, das war die Rückseite. Jetzt haben wir das Vlies hier. Das Vlies legen wir jetzt da rein und drücken das dann mit dem Spachtel. Jeder, der auf jeden Fall mit zwei Komponenten Kleber arbeitet, sollte sich wie du auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Bitte Handschuhe anziehen. Wenn du das einmal in den Finger lässt. Ich glaube, es gibt nur noch eine Sache, die schlimmer ist, und das ist Bauschaum hier, so Zagenschaum und sowas. Ist auch ein PU. Hm? Ist wirklich voll Katastrophe. Du wolltest zum Kleber auftragen gerade, hatte ich dich glaube ich unterbrochen, wolltest du noch was sagen? Sag ich gleich was zu, weil hinten ist es nicht ganz so tragisch. Okay. Wichtig ist, dass das durchdrückt hier. Mhm. Also dass es auch dunkel wird von der Seite? Ja, dass er ein bisschen ins Gewebe geht. Ne? So, kannst du noch schön durchgucken hier, weißt du wo du bist. So. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir müssen das Ganze benetzen, damit keine Feuchtigkeit in dem Gewebe ist. Da trägst du einfach hinten so ein bisschen auf hier. So. Und dann kann man das Ganze hier einmal beschichten. So, wem das so nicht gefällt, na, mir gefällt es auch nicht, aber dann könnte man eine Folie auflegen hinten, könnt sie andrücken und dann haben wir es hinten glatt. Wir fixieren es vorne ganz kurz mit der Klemmzange einmal, mit der Folie, dass die anklebt, dass die Klemmzange nicht anklebt. Machen wir jetzt kurz. Okay, aber so pingelig bin ich jetzt auch nicht, dass es auf der Rückseite vernünftig aussehen muss.
ich. So. Fixieren wir es einmal kurz hier. So. Machst du ganz lang kurz auf die Ecke, dass das schön passt. Ja, ja. Ups. Können wir Folie nehmen. Jetzt geht's aber los. Ne? Dann können das schön mit der Folie. Die können wir jetzt gleich drauf lassen. Die können wir erstmal drauf lassen, die können wir dann abziehen. Krass. Weil die beiden Materiale jetzt gerade. Weil das eine PE-Folie ist und die wird nicht halten ohne Primer. Ah, krass. Das ist eh schwer verklebbarer Kunststoff. Also wie als wenn es von mir geklebt wäre. Das schöne Blatt hinten. Man könnte es hinten noch schleifen oder könnte Struktur drauf spritzen oder ähnliches. So, jetzt werden wir den Klebstoff von vorne auffüllen. Mhm. Da ist es wichtig, was ich vorhin sagen wollte, dass du mit der Klebstoffspitze im Material bleibst, damit du keine Luft ins Material einbaust. Ja. Weil wenn du jetzt Luft einbauen würdest und das, der Lackierer heizt es im Ofen hoch, dann hast du halt die Luft, das, die muss irgendwo hin, die dehnt sich raus. Was nachher Blasenbildung. Ich will einfach mal ganz kurz mal zeigen, was passiert, wenn man einfach wahllos mal aufträgt. So. Oder wenn man es dann halt einmal, ich lege es einmal hier hin, wenn man das dann. Also mehr oder weniger immer weiter rausdrückt. Im Klebstoff bleibt. Ja, ja. So, siehst du hier ganz gut. Hier hast du Luftblasen, sieht man das einigermaßen, René? Mhm. Da sind Luftblasen im Untergrund und hier habe ich keine Luftblase im Untergrund. Deswegen ist es wichtig, mit der Spitze im Material zu bleiben. Sieht aus wie so eine Max-Schweißnaht mit 800 Ampere. So soll es sein. So. Jetzt gehen wir her. Hat man die von da gut gesehen, die dicke Dinge? Von hier einmal? Die würde ich euch gerne einmal zeigen, Alter. Mhm. Und jetzt gehe ich einfach nur her und ziehe mir quasi vom Mittelpunkt aus. Das Ganze hier rüber, zack, zack, zack. Hier genau das gleiche. Zack, 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 zack. Und die Mitte lässt du sogar so dick stehen? Die lasse ich stehen, weil da fehlt das Material. Und durch dieses Andrücken drücke ich den Klebstoff quasi nochmal in die. Aber du würdest jetzt auf die eigentliche Naht gar nicht drauf drücken. Nein, das lasse ich so. Was ich mache, ich mache den Übergang ein bisschen. Das kannst du nachher super schleifen. So. Okay, also wieder 10 Minuten warten. Aushärten lassen. Wir können Strahler vorstellen. 10 Minuten und dann ist es ausgehört. Er sieht tatsächlich fast aus wie so ein Schweißnaht. Warum ist das so? Weil wenn du jetzt ziehen würdest mit dem Spachtel hier so lang, dann ziehst du hinter dem Spachtel eine Mulde mit rein wieder. Mhm. Und so hast du den Überschuss drauf und dann ziehst du keine Mulde rein. Deswegen ziehst du rechts und links weg und lässt das stehen. Das heißt, es ist wirklich, vom Glauben her würde man ja immer versuchen, so mit dem Daumen den Kleber da so in die Naht reinzudrücken. Lieber einfach den Kleber von sich aus reindrücken lassen. Also mit der Mischspitze im Material bleiben und dann das einfach reicht. Nur rein. Das reicht. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so kleine Poren sind, wo man. Nein. Das drückst du einfach nur da rein und dann machst du dann rechts und links das Ganze weg, dass dann nämlich stehen bleibt. Fertig. Und jetzt können wir genauso mit 120er wieder. Jetzt 120er Körnung, schleifen das runter. Oder könnten wir jetzt auch gröber werden? Ich würde es nicht gröber machen. Okay. Jo. Dann Attacke, ich halte. Also Mike, was soll ich sagen? Du bist einfach ein Chef. Oder hättest du gedacht, dass wir die Schuschung hier heute so repariert kriegen? Nein. Muss man einfach so sagen. Ne? Genau dafür liebe ich auch definitiv diesen
diesen Channel, weil wir haben natürlich auf der einen Seite unbezahlbares, krasses Zeug, aber das ist ja wirklich back to the roots. Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, kriegt man das ja schon hin. Genau. Ne? Jetzt einfach trauen, einfach machen und schon ist die Stange wieder heil. Und man muss nicht immer alles wegschmeißen. Jetzt hast du das mit da eine kleine Macke, da eine kleine Macke. Die kann man ausschleifen. Dann reinigen, mit Kunststoffspachtel ausgleichen diese Fehlstellen. Füllern, fertig. Wobei Fehlstellen jetzt wirklich eigentlich schon fast der falsche Begriff ist, weil es ist ja einfach nur so, dass da ein bisschen zu wenig Kleber ist. Es ist ja einfach nur so, dass du jetzt gerade es nicht auf das gleiche... Genau, dass wir gleich aus mit Kunststoffspachtel ja, und dann wird es ein bisschen flexibel. Das ist eine Fehlstelle für mich, ist es eine andere Sache. Ja. Weil du kennst ja die Lacker, die müssen... Das ist, weißt du, wenn ich mir die Stoßstange angucke, werden ja noch diverse weitere Stellen sein, die auch definitiv minimal gespachtelt werden müssen. Ne? Ja, das war's soweit. Ich würde sagen, das hast du mal wieder extrem lehrreich gemacht hier. Traut euch einfach selber zu. Wegschmeißen könnt ihr das immer noch. In dem Fall kann die Stange jetzt direkt zum Lacker. Oder ist ja vorne wie Halle, ne? Was kostet das Ganze jetzt ungefähr an Material? Also was haben wir gebraucht? Wir haben es gebraucht, eine halbe Kartusche. Wir haben gebraucht ein bisschen Reiniger. Wir haben gebraucht einen Primer für beide Seiten. Lass es am Ende vielleicht 50 Euro sein an Materialkosten, die wir haben. 50 Euro. Jetzt gibt es natürlich viele Videos, auch gerade, wo die Leute irgendwelche Produkte testen, wo am Ende Schrott bei rauskommt. Ne? Das sind 50 Euro. Und wir haben wieder eine geile Schuhstange. Ne? Ja, mega. Vielen, vielen Dank. Philipp. Die kann jetzt lackiert werden. Das war mir mal wieder eine Ehre. Viel Spaß beim Kunststoffreparatur in der Zukunft.